So, da sind wir wieder und ich würde sagen, es geht mal weiter. Erstmal kurz auf die Karte gucken und hier rum mal gehen, gucken, was da noch ist. Zauber schon mal. Bereitschaft rufen. Das ist eine leere Nische. Ja, hier kamen wir ja her. Ja, dort hat uns das Erdbeben erwischt. Na, es geht. Hier lang wollen wir erstmal. Da ist eine Nische mit einer Blitzbombe. Und da ist wieder diese Türe. Da liegt Schneckenfleisch in der Nische. Ah, das macht hier auf. Das macht hier ein Gitter auf. Das wollen wir erstmal zulassen. Hier ist ein Schneckenstück. Das kann er gleich mal essen, denn er hat Hunger. Und hier ist ein Raum. So, dann gucken wir mal. Hier auf die Druckplatte will ich nicht unbedingt treten, muss ich aber. Wirklich viel hat das jetzt aber nicht gebracht. Aber außer dass ich jetzt gleich geblitztingst werde, aber das tat weh. Vor allem meiner Magierin. Müssen wir außen rumlaufen. Und hier wieder zumachen. Das geht ja gar nicht. Dass wir hier jetzt auch geblitzdingst werden. Dann bleibt uns wohl nur noch diese eine Türe da mit der Kette. Nein, da kommen wir nicht durch. Sondern hier rum. Darum. Und hier. Was steht denn hier? Verlasse diesen Ort schnell. Ich habe auf jeden Fall schon mal Feuerelementare und ich sehe da einen Schlüssel liegen. Aha. Okay, also ich muss mir schnell den Schlüssel schnappen. Weg. Gut. Und ich habe gerade irgendwas aufgehen gehört. Ah, hier ist was aufgegangen. Wieder so eine Blitzfalle. Okay, aber jetzt haben wir wenigstens... Was die Druckplatte macht, sehe ich jetzt leider nicht. Aber wir haben einen Schlüssel, der hier nicht passt. Und ich höre Feuerelementare hinter der Tür. Dann kann ich mir vorstellen, dass der Schlüssel für die andere Türe gedacht ist. Hier. Was? Okay, was steht hier? Die größere Distanz benötigt den schnelleren Schuss. Hier sind solche Empfänger. Und hier sind wohl die Münder dazu. Hier ist eine leere Nische und hier ist ein Trainingsbogen und Trainingspfeile. Attack Power 1, Attack Power 1. Damit soll ich jetzt da reinschießen oder was? Erstmal den Pfeil wieder aufsammeln, okay. Sie ist überladen, das ist nicht so gut. Jetzt gucken wir mal, was macht das? Okay, das scheint irgendwie die Sachen zum Leuchten zu bringen. Und die Gittertüren runterfliegen zu lassen.
Und ich schätze mal, wir müssen das jeweilige Ding treffen, wenn es grün aufleuchtet. Aua. Und wenn es rot aufleuchtet, kriegen wir was in den Allerwertesten. Das leuchtet rot auf. Rot. Das leuchtet grün auf. Jetzt leuchtet es wieder rot auf. Das war gegen die Wand geschossen. Das leuchtet grün, das leuchtet rot. Das leuchtet grün. Jetzt leuchtet es wieder rot. Das war zu spät. Das war dagegen geschossen. Jetzt müssen wir hier so rumtanzen. Okay. Machen wir erstmal kurz aus. Da gehen ja die Gittertüren hoch und wir können die Pfeile wieder einsammeln und mal kurz hier runter gucken. Okay, hier sind erstmal wieder die Pfeile, die ich runtergeschossen habe. Und ein Schädel, den wir nicht brauchen. Und sonst? Hier Teleporter, der wieder hier hochführt. Okay. Dann also nochmal das Ganze. Ah, das war nicht rechtzeitig. Müssen wir schnell genug. Das ist rot. Das war grün. Das ist rot. Aua. Also wir immer so über die Dinger tanzen, damit sie... Ah, das ist rot, nein. Rot ist schlecht. Wie oft müssen wir das denn machen? Rot ist immer noch schlecht. Aber... Das war wieder rot. Müssen wir immer so hin und her tanzen, dass die Türen oben bleiben. Ich frage mich, wie oft wir das machen müssen. Und jetzt sind die Pfeile da alle. Und die Tür ist immer noch geschlossen. 5 Pfeile, 9 Pfeile. Und wir haben wieder alle 16 Pfeile. Ich schätze mal, wir müssen alle 3 Ziele einmal treffen, wenn sie grün sind. Na, das hat nicht gereicht. Ah, das war auch nichts. Okay, ich verstehe das System hier gerade an dem Rätsel nicht so. Deswegen tanze ich einfach mal so lange hin und her. Bis wieder was grün aufleuchtet. Da leuchtet die ganze Zeit rot. Da leuchtet grün. Und da haben wir es geschafft. So. Wie auch immer. Speed Potion. Die habe ich gar nicht gesehen. Hm, vielleicht wäre die ja nützlich gewesen. Lightning Bolt, okay, das ist dann wohl da alles gespawnt. Aber gut. Bogen weg und Pfeile wieder hier rein. Das Ganze ordentlich aufräumen und dann hier weiter gucken. Hier ist ein Knopf.
Der macht hier eine Wand auf. Die mich zu einer Lightning Rod, also zu einem Blitzstab führt. Hm. Wie nett. Und hier. Ah. Ach nö. Der Raum. Sie hat Hunger. Und sie könnte einen Heiltrank vertragen. Ich mag diesen Raum nicht, den kenne ich nämlich nur. Voller Pilze. Vor allem so viele giftige Pilze. Aua. Nochmal. Rutsch. Das war ein schöner Bash. Dass die auch so viel aushalten müssen. Okay, hinter uns war einer. Da hatten wir doch mal Glück. Sie braucht was zu essen. So. Wenn sie verhungert, ist das schlecht. So. Es ist noch dieser eine nicht wichtige hier. Hm, Pilzhappen. Können sie gleich noch einen essen. Und dann den hier. Oh, schön, mal wieder einen eingefrorenen. Auf den wir einfach draufhauen können. Und dann die noch. Pilzstücke können mit. Können auch gleich ein bisschen vertilgt werden. An die Hungrigen. Sie kann sich mal einen neuen Heiltrank machen. So. Dann gucken wir uns hier mal um noch ein bisschen. Hier haben wir noch eine Pflanze. Und kann ich hier gleich offen lassen, weil da ist noch so ein Milkweed. Milchkraut oder eine Milchwurzel. So. Es ist ja auch wieder kurz davor, überladen zu sein. Weil wir so viele Kräuter mit uns rumschleppen, aber ja. Schlüssel mitnehmen und noch mehr Pilze. Ah, nein. So, das war der eine. Okay, und das war schlecht. Ah, schnell raus da. So, ist hier noch einer? Überladen. Du auch fast. Du hast noch ein bisschen Platz. Und da ist noch ein Schlüssel. So. Noch ein Schlüssel. Ach ja, das war der gemeine Raum. Mal kurz. Okay, in dem klappere ich jetzt mal kurz die Wände ab. Nö. 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 Fackel. Nö. Nein, auch nichts. Ich war eigentlich der Meinung, dass es hier irgendwo einen Knopf geben würde. Aber dem ist nicht so. So, und hier brauchen wir einen Schlüssel. Und das Ganze teleportiert uns
hierher zurück. Eine Notiz von Torum. Der Rat oder die oder das Gericht, das mich dazu verurteilt hat, hier im Exil zu leben in diesem Berg, konnte nicht wissen, dass diese Tunnel existieren. Aber selbst der Gedanke an Mount Grimrock in den aber selbst weil Mount Grimrock in einem sehr abgelegenen Teil des Reiches liegt, ist es möglich, dass der König so eine gefährliche Kraft in seiner Domäne duldet. Torum. Also ja, Torum ist sich darüber im Klaren, was hier so abgeht. Dass der Mount Grimrock auf jeden Fall ein seltsamer Ort ist. Und da ist ein Knopf. Aber bevor ich den drücke, speichere ich erst einmal wieder. Bis gleich.